Zweiter Weltkrieg, Echtzeitstrategie, das sind zwei Themen, die wir sagen müssen, wenn wir über Steel Division 2 reden. Ich bin Diefenachter 3 und wir sprechen heute über das neue RTS. Steel Division 2 ist jetzt rausgekommen am 20. Juni, ist jetzt ungefähr eine Woche draußen. Ich hatte jetzt ein bisschen Zeit, mich nach der Closed und Public Beta auch ein bisschen da reinzulesen, beziehungsweise nicht nur reinzulesen, sondern es auch anzuspielen. Keine Sorge, ich habe schon einige Stunden auf dem Schlachtfeld verbracht und ich habe auch schon den Vorgänger gespielt, Steel Division Normandy 44, und im Gegensatz dazu haben wir natürlich jetzt einen Settingwechsel. Wir befinden uns jetzt in den weiten Marschen Russlands und müssen da natürlich entweder als rote Fraktion versuchen, die Deutschen zu vernichten, oder andersrum versuchen als Deutsche die Russen zu vernichten. Es gibt wieder das gleiche Deck-Building-System, das heißt, wir können entweder vorgefertigte Decks nehmen, wo halt meinetwegen eine gute Mischung aus Infanterie, Panzer, Artillerie und Flugzeugen dabei ist, oder wir können halt einfach sagen, okay, wir kaufen halt alles an Infanterie und Panzer, was geht, und der Rest ist uns egal. Ja, können wir natürlich auch machen. Es ist aber in der Regel ratsam, sich zumindest so ein bisschen was von allem zuzulegen, weil ein RTS hat natürlich auch wieder ein Schere-Stein-Papier-System. Das heißt, High-Explosive-Granaten von Panzerabwehrgeschützen sind nicht nur gegen Panzer gut, sondern halt auch als Unterdrückungsfeuer gegen anrückende Infanterie. Das gleiche gilt übrigens auch für Flak. Meine Flak kann ich auch auf Infanterie richten. Ist vielleicht nicht ganz der Genfer Konvention entsprechend, aber ist auf jeden Fall effektiv. So, und das gleiche gilt natürlich auch für Flugzeuge. Wir haben einerseits Brandbomben, die natürlich in Waldgebieten sehr, sehr gut funktionieren. Wir haben panzerbrechende Raketen, die natürlich gegen gepanzerte Fahrzeuge relativ gut sind. Wir haben Jäger, die gegen andere Flugzeuge letztendlich gut sind, damit wir die Lufthoheit behalten und so weiter und so fort. Das Deckbuilding, damit habe ich mich jetzt in diesem Video jetzt nicht zu viel beschäftigt. Wir haben hier stattdessen einfach mal eine Solo-Schlacht, eine historische Schlacht uns angeschaut. Und wir haben verschiedene Objectives, wie zum Beispiel die Kreuzung einnehmen, da vorne den Bahnhof einnehmen, die Farm einnehmen und so weiter und so fort. Und es ist eine 3 gegen 3 Karte, das heißt, es ist doch relativ groß. Also insgesamt wären jetzt in dieser Mission 6 Spieler im Multiplayer auch daran beteiligt, wenn man diese Mission im Multiplayer spielen würde. Ich habe sie jetzt hier zusammen mit dem Computer gegen den Computer gespielt. Und ich muss auch sagen, ich habe dem Feind einen kleinen Disadvantage gegeben, damit wir halt auch ein bisschen vorankommen, weil ich halt noch nicht alle Einheitenkombinationen gut raus habe und ich habe halt auch kein eigenes Deck, sondern ich habe ein Standarddeck genommen. Deswegen, bitte verzeiht mir, der Feind war etwas, hinterher etwas überrumpelt, sagen wir es mal so. Gut, letztendlich, worauf es ankommt, ist, wir starten mit einer Startaufstellung, das heißt, wir, bevor die Schlacht beginnt, können wir unsere Einheiten platzieren. Wir sehen auch, wo unsere alliierten Leute die Einheiten platzieren. Das heißt, wir haben hier relativ verteilt über die Straßen, die auch hinterher wichtig sind für die Verstärkung, kommen letztendlich, da platzieren unsere Verbündeten ihre Einheiten und sie lassen halt ein oder zwei Straßen auf jeden Fall frei, damit wir da unsere Einheiten platzieren können. Ich habe mich jetzt dazu entschieden, dass wir mit einem Artilleriebeobachter und 3 Panzern starten. Artilleriebeobachter und 3 Panzer heißt für uns letztendlich, wir werden nicht viel Territorium einnehmen. Das ist eigentlich eher so die Aufgabe der Infanterie letztendlich. Denn Territorium ist sehr, sehr wichtig. Wenn wir nicht in unserem eigenen Territorium kämpfen, sind unsere Truppen wesentlich schlechter und haben keine Moral und können sich wahrscheinlich auch eher ergeben. Und das werden wir später auch noch sehen. Da überrennen wir nämlich die deutsche Kreuzung und weil wir halt schon alles rings um diese Wälder, wo sich einzelne Pioniertruppen noch verschanzt halten, erobert haben, geben die dann nach und nach alle auf. Also das ist eigentlich eine coole Mechanik. Das heißt, wenn man Leute encirclen kann und lange genug halt abgeschnitten hält von ihren eigenen Einheiten, ohne dass ein Commander dabei steht, dann kann man auf jeden Fall hier auch ohne Kämpfen dem Feind gute Verluste zufügen. Ne? Natürlich wird er versuchen, wieder durchzubrechen und die Leute wieder zu versorgen und so weiter und so fort. Das ist nämlich auch ein interessantes Gimmick bei diesem Spiel. Es gibt Versorgungsfahrzeuge. Versorgungsfahrzeuge sorgen nicht nur dafür, dass eure Tanks genug zum Feuern haben, sondern sie können halt auch, sie sind ein echt leichtes Ziel und für gewöhnlich halten meine Versorgungsfahrzeuge auch keine 5 Minuten durch. Das heißt, selbst wenn ich sie irgendwo zwischen Häusern parke, wo sie halt relativ
relativ schwierig nur angeschossen werden können. Dann fliegt irgendwie eine Mörsergranate nur in die Nähe des Dings und das geht halt alles in die Luft. Genau, das werden wir hier auch sehen. Da habe ich meine Panzer etwas vorwärts platziert und dann in diesem Gebäude, in dieser Farm letztendlich, beziehungsweise in dem Innenhof, hatte ich halt meinen Munitionstransporter stehen. Der hat einen gewissen Radius, in dem er Fahrzeuge und Einheiten versorgen kann. Und dann habe ich halt meine Panzer immer jeweils versorgt, die halt vorne eigentlich dicht gemacht haben und eine relativ lange Strecke auch ja, abgesichert haben, damit da halt keine Feinde auf uns zukommen. Was ich sehr, sehr gerne mache, ist, ich spiele sehr, sehr gerne mit Artillerie. Das soll heißen, wir haben verschiedene Arten von Artillerie. Wir haben einmal Wirkungsfeuer von außerhalb der Karte. Das ist dann, ich sag's mal, sehr, sehr schwere Artillerie, die dann halt konzentriert einen Bereich befeuert. Wir haben aber auch Haubitzen und Mörser vor Ort, die wir letztendlich dann einsetzen können, um zum Beispiel Rauch oder ich sage es mal, sehr, sehr gezieltes Wirkungsfeuer auf einzelne Stellungen schieben können. Soll heißen, wenn ich halt weiß, okay, da ist halt eine Panzerabwehrstellung und ich möchte da jetzt halt mit meinem Panzer rein, dann ist es vielleicht sinnvoll, vorher entweder Rauch zu schießen, damit der Feind halt letztendlich unsere Panzer nicht sieht, oder letztendlich herzugehen und versuchen, das komplette Gebiet zu unterdrücken, indem wir einfach alles mit Mortar-Shells befeuern, was irgendwie geht. Da haben wir auch schon so den nächsten großen Punkt, den wir ansprechen sollten in diesem Spiel. Das sind Verteidigungen. Die sind relativ neu jetzt drin, mit dabei, mit der zweiten Installment, mit Steel Division 2. Und das reicht von Gräben über Stacheldraht bis hin zu Bunkern. Aber nicht nur MG-Bunker, sondern halt auch Geschützbunker. Und es gibt Geschützstellungen. Soll heißen, ich kann halt, das sind praktisch so, ja, große Löcher im Boden. Dadurch werden halt unsere eigenen Geschütze nicht so stark getroffen. Wir können uns natürlich aber auch nicht so wegbewegen letztendlich, ne? Also wir sind eingegraben. Ich glaube, wir kriegen sogar einen Bonus auf Genauigkeit, aber ich bin mir nicht sicher. Ne? Aber wir haben halt auch nur ein eingeschränktes Schussfeld also da muss man sich schon sehr, sehr überlegen, sehr, sehr taktisch vorgehen, wo man letztendlich unsere seine Verteidigung platzieren möchte. Möchte man eine große, lange Verteidigungslinie platzieren? Möchte man eventuell eine mobile Verteidigung haben, indem man halt auch sagt, okay, wir haben jetzt meinetwegen vorne eine vorgeschobene Verteidigung und dahinter dann nochmal ein etwas größeres Bollwerk. Man muss da natürlich aber auch immer sagen, wir müssen aufpassen, dass der Feind die Sachen nicht mitnutzen kann. Soll heißen, wenn wir überrannt werden und der Feind verschanzt sich in unseren eigenen Schützengräben, ist das vielleicht nicht ganz so optimal, ne? Dann müssen wir ja wieder diese Schützengräben clearen. Und entsprechend sollte man sich halt auch überlegen, was man letztendlich dann machen möchte. Ja. Gut. Aktuell gibt es das Spiel für 39,99, also 40 Euro. Es gibt auch höhere Varianten, aber soweit ich gesehen habe, sind das alles eigentlich auch nur Skins. Das heißt, es gibt dann Heldeneinheiten und deren Fahrzeug sieht dann ein bisschen anders aus oder deren Kommandant sieht ein bisschen anders aus. Hat letztendlich meines Wissens nach keine Auswirkungen aufs Gameplay. Was ich aber cool finde, ist, es sind halt digitale Wallpaper und Artbooks mit dabei, technische Datenblätter für Leute, die das halt richtig cool finden. Und es gibt sogar in der Commander Edition ist es, glaube ich, oder es ist die Total Conflict Edition. Auf jeden Fall gibt es auch Streaming-Overlays dabei. Das ist vielleicht für die Kollegen, die selber YouTube betreiben, die selber streamen, interessant, die halt auch dieser RTS-Szene angehören. Finde ich echt cool gemacht an dieser Stelle, ne? Also da denkt jemand mit, da denkt der Entwickler mit und denkt sich halt, okay, die Earned Media, wir müssen über das Spiel sprechen, damit es aktuell bleibt. Und wir geben euch praktisch Assets mit an die Hand, damit ihr das besser machen könnt. Und hier in diesem Fall Streaming Overlays, ist natürlich top-notch, gut mitgedacht. Außerdem gibt es das Back to War DLC, kostet normalerweise 25 Euro. Allerdings, wenn ihr den ersten Teil, also Steel Division Normandy 44, habt, dann bekommt ihr 350 Einheiten von vier Nationen aus Normandy 44 for free. Umsonst ist immer gut, beziehungsweise ist ja nicht umsonst, ihr habt ja das andere Spiel gekauft, aber finde ich halt nett gemacht, dass man halt sagt, okay, wir haben praktisch diese ganzen Einheiten, wir haben die gleiche Engine, wir haben halt eigentlich nur ein anderes Setting, aber ne, wir können halt trotzdem mit den Amerikanern, mit den Kanadiern, mit den Briten oder mit den Franzosen spielen. Und das finde ich ist cool gemacht, dass man sagt, okay, du hast das andere Spiel schon gekauft, du kannst die Einheiten, die du früher halt auch genutzt hast und kennengelernt und lieben gelernt hast, die kannst du hier weiter nutzen. Von daher finde ich das eigentlich ziemlich cool, ne? Ebenso die große Skalierung. Das heißt,
beziehungsweise ich spiele jetzt hier auf einem sehr, sehr kleinen Teil der Karte und zoom halt hin und wieder mal raus, um zu gucken, wo die anderen Scharmützel gerade so stehen, ob die vorgerückt sind oder ob die sich auch so festgebissen haben wie ich. Und oder ob die einfach nur alle überrennen. Das ist ganz gut, um zu schauen, ob wir vielleicht auch auf einer größeren Distanz unsere Front aufstellen müssten, um vielleicht auch Lücken abzudecken, die unsere Verbündeten offen gelassen haben. In der Regel spielt man das Spiel aber wirklich nur in einem Bereich der Karte. Das heißt, obwohl es halt Mehrspieler-Modus ist mit mehreren Leuten pro Team, fokussiert sich jeweils ein Spieler eigentlich nur immer auf einen Bereich der Karte. Ne? Und das finde ich, also natürlich, wenn ihr halt insane gut seid und die Actions per Minute mitbringt, dann könnt ihr natürlich sicherlich einiges auch hergehen und hin und her schieben und an zwei Fronten gleichzeitig kämpfen und so weiter und so fort. Aber da muss ich sagen, da bin ich auch nicht. Also ich bin froh, dass ich jetzt hier meine Front unter Kontrolle habe und da auch hinterher durchbrechen konnte und wir das gewonnen haben. Aber gut. In dem Sinne, Leute, wenn ihr Bock auf Echtzeitstrategie habt, ne, auf dieses Deckbuilding, auf dieses relativ realistische mit abprallenden Geschossen, mit einem Moralsystem, wo Leute halt Panik haben, wenn sie hinter die feindlichen Linien geraten, beziehungsweise der Feind sie umkreist und so weiter und so fort. Gönnt euch. Also ich kann es nicht oft genug sagen, Steel Division. Ich habe Normandy 44 schon ziemlich gefeiert und Steel Division 2 bringt halt mit diesen Verteidigungen, die man halt auch noch platzieren kann, einiges an Tiefgang auf jeden Fall noch mit. Und für 39,99 müsst ihr halt, also eben ich sage ja immer 1 Euro pro Stunde letztendlich. Ich habe jetzt 2 Matches gespielt und ich bin bei 2 Stunden. Das soll heißen, wer rechnen kann, wenn ihr 40 Matches gespielt habt, und das ist halt echt nicht viel, dann seid ihr auf jeden Fall schon wieder im Positiven. Und ob ihr euch dann noch letztendlich die Upgrades zur Commander Edition oder zur General Deluxe Edition und so weiter und so fort kauft, das bleibt euch überlassen. Es gibt übrigens auch noch einen General Modus, das ist so eine Art Kampagne. Da könnt ihr praktisch, da habt ihr ein Kampagnenfeld, könnt da eure Einheiten verschieben und dann gibt es halt immer einzelne Scharmützel an einigen Orten. Das ist eigentlich auch ganz gut gemacht. Damit habe ich mich aber noch nicht so stark auseinandergesetzt, werde ich aber auf jeden Fall tun, und wenn ihr das sehen möchtet, dann schaut auf jeden Fall in einem der nächsten Streams vorbei, da werde ich das auf jeden Fall mal zocken. Ihr seht, es ist schon wieder, sind 40 Grad hier im Studium. Ich werde jetzt auf jeden Fall Feierabend machen, werde das schneiden und dann wird es für mich ins Schwimmbad gehen, weil es ist einfach unbearable. Es ist einfach ekelhaft warm. So, Leute, trinkt genug, ne? Wisst ihr Bescheid. Ich danke fürs Zuschauen und würde sagen, wir sehen uns in einem der nächsten Streams oder beim nächsten 5-Minuten-Mittwoch. Bis dahin, macht's gut. Haut rein.